Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth, immer noch oder Savior Mod. Da wir in den letzten zwei Parts zwei Challenges gemacht haben, nämlich die Pale Horse und die Lilith of Borg oder Berg Challenge, machen wir heute wieder normal und wieder random und wir kriegen... wieder Jesus, okay. Das lief ja letztes Mal ganz gut eigentlich mit Jesus, vor allem weil er von Anfang an halt so einigermaßen stark ist und wir kriegen Investation. Investation? Ach ne, Investation war gar nicht so gut. Investation ist, dass wenn wir getroffen werden, dass dann Fliegen spawnen. Ist also nicht das Beste, aber da wir Jesus sind, kriegen wir auf jeden Fall öfters... Sterben tun wir dann öfters. Oh Gott, wenn uns eins dieser Dinger trifft, sind wir tot. Ah, nein! Spinne, geh weg, danke. Nein, Moment, okay. Jetzt fühle ich mich sicherer. So, kriegen wir öfters Angel-Räume. Das wollte ich sagen. Weil wir zum einen einen Schlüssel haben, ein Schlüsselstück haben wir. Das ist dieser Schatten, der hinter uns ist. Das soll zwar Gott darstellen, aber eigentlich ist es ein Schlüssel, den wir nur nicht sehen. Und dazu haben wir halt noch Rosary Belt, Belit, Blub, Rosary Ding. Das erhöht die Chance auch nochmal auf dem Angel-Raum um irgendwie 35% oder sowas. Und dann haben wir noch den Dornenkranz auf dem Kopf. Deswegen haben wir rote Tränen. Das heißt, wir machen Schaden. Und zwar 3 Schaden von Anfang an. Dafür haben wir nur ein Leben. Beziehungsweise wir haben ein Herz, aber dafür 2 Leben. So rum. Und ja, letztes Mal lief das halt ganz gut mit Jesus. Also wird das diesmal auch ganz toll laufen. Bestimmt. Sobald wir halt unser erstes blaues Herz haben oder sowas, sollte das eigentlich ganz okay werden. Und ich hoffe natürlich immer noch, dass wir irgendwie den Gotthard finden. Ja. Und hoffentlich schalten wir dann auch die letzte Errungenschaft frei, die wir noch brauchen. Au. Oh nein. Oh nee, jetzt bin ich fast tot. Nein, was mache ich denn jetzt? Oh nee. Gut. Kein Herz. Nimmst du auf? Ja, ich nehme auf. Ich weiß gar nicht, sieht man das eigentlich? Oh, wir haben noch eine Deckesrune, haben wir auch noch dabei. Sieht man den Steam-Chat, während ich Isaac aufnehme? Das weiß ich gar nicht. Bei anderen Spielen ist das auf jeden Fall so, da weiß ich das. Aber bei Isaac bin ich mir gerade unsicher. Ich weiß auf jeden Fall, dass da ein halbes Herz ist. Und eine Falltür. Dafür würden wir aber sterben. Und das ist nicht toll. Gott. Ich dachte, hier wären wir schon drin gewesen. Egal, wir haben Pillen gefunden. Yay. Oh Mann. Okay, auf jeden Fall, wir haben noch die Daggers-Pille, die wird... Zum einen wird die machen... Moment. Zum einen wird die uns ein blaues Herz geben und zum anderen wird die ein Fluch von uns entfernen. Ich kann heute wieder richtig gut reden, merke ich gerade. Das ist ja toll. Und die können wir dann auf jeden Fall auch gleich einsetzen, wenn der Boss irgendwie zu schwer wäre oder was auch immer. Sonst würde ich sie gerne aufbewahren. Pin, okay. Pin ist natürlich einfach. Sonst würde ich sie... Oh nein. Aufbewahren, bis irgendwas Schweres kommt und ich sterbe hier gerade an Pin. Oh wow. Der war eben ganz schön knappi. Aber egal, wir haben sowieso 2 Leben. Letztes Mal brauchten wir das 2. Leben zum Beispiel nicht, aber... Ja, ich weiß also gar nicht, was passiert beim 2. Leben. Ob wir da dann irgendwie eine Blutspur hinter uns herziehen oder sowas. Wie bei... wie heißt denn der? Lazarus? Aber okay. So, hätte ich gerne dieses PhD. Können wir uns aber nicht leisten, weil wir kein Geld haben. Also gehen wir in die nächste Ebene, der hoffentlich ein Kurs auf irgendwas ist. Na? Nö, gar nichts. Gut, dann halt nicht. Töten wir die Gegner halt so. Ich weiß nicht, ob ich mich umbringen lassen soll. Wäre eigentlich schlauer, wenn ich... Oh, wenn wir eine... Wie heißt die Karte? Die Suicide King. Wenn wir eine Suicide King Karte finden würden, das wäre richtig nice. Dann könnten wir uns umbringen, kriegen ganz viele Items dadurch und ja, haben dann halt unser 2. Leben noch. Und ganz viele tolle Items. Hilfe. Nicht einsperren lassen. Jesus. So. Da kriegen wir noch eine Batterie wahrscheinlich. Haben wir keine Batterie bekommen? Was? Die war gelb. Gelbe Viecher geben uns immer Batterien. Uncool. Okay. So. In den großen Raum erstmal noch nicht, oder? Nee. Wir warten erstmal noch mit dem großen Raum. Ein Herz. Ja, gut. Sieht schon wieder richtig merkwürdig aus mit den Stiefeln. Immer wenn ich Jesus spiele, dann verkleidet er sich als Frau.
Finde ich ein bisschen fragwürdig, aber okay. Darf Jesus machen, was er will. Ist halt ein Freidenker. Soll er doch. So. Schön, da kommen wir nicht ran. Und der große Raum war natürlich wieder falsch. Oh, haben wir einen Schlüssel? Ja, wir haben einen Schlüssel. Das ist gut, da können wir auch in den goldenen Raum rein. Yo! Spawn einfach drei auf einmal. Geil. Läuft bei dir. So. Dankeschön. Und was kriegen wir im goldenen Raum? Wir kriegen das Yamhart. Okay, also bisher ist der Start nicht wirklich gut, muss man ja mal sagen. Schauen wir mal, was wir beim zweiten Boss bekommen. Wenn wir da werden wir ja höchstwahrscheinlich ein Devil-Deal bekommen oder ein Angel-Deal. Und von daher, das kann eigentlich recht gut werden. Je nachdem, was wir da bekommen. Oh, schon wieder. Ist das jetzt jedes Mal in diesen Stachelräumen so? Aber dafür muss man dann halt zwei leben lassen. Das ist ein bisschen viel. Möchte ich ungern. Da kommen wir auch nicht ran. Sonst sterbe ich. Da kommen wir auch nicht ran. Okay. Larry. Hi, Larry. Da, den sollten wir eigentlich hinbekommen, ohne dass er uns Leben abzieht. Und eventuell sollten wir lieber nur seinen Kopf angreifen, damit er sich nicht aufteilt. Weil sonst teilt er sich, glaube ich, auf, oder? Wenn man ihn irgendwo in der Mitte tötet. Wobei, das testen wir. Nee? Hä? Echt nicht? Hat er sich nicht sonst aufgeteilt? Ich weiß es nicht. Scheinbar nicht. Okay. Was auch immer. Fierce Shot. Nee, Penetrated Shot. Das meine ich damit. Und das war das noch. Was? Tiersap oder sowas? Keine Ahnung. Wir wären tot, wenn wir das aufheben. Und genau aus diesem Grund setzen wir die Daggers-Karte ein. Dann haben wir ein blaues Herz. Nehmen das mit. Kriegen jetzt drei schwarze Herzen dadurch. Und sind ein bisschen stärker. Und sehen cooler aus. Jetzt sind wir ein Sith Lord. Yay. So, das war doch schon mal recht gut. Und hier haben wir natürlich einen Curse. Hier hätten wir das viel besser gebrauchen können, aber sonst hätten wir halt... Sonst hätten wir halt unser Leben dafür lassen müssen, dass wir das Ding mitnehmen. Und so können wir es jetzt mitnehmen, ohne einmal zu sterben. Und dafür jetzt Curse of the Unknown. Ja. Weiß man nicht, ob das jetzt schlecht ist oder nicht. Weiß man nicht. Wenn wir es irgendwie Bob's Brain oder sowas finden, dann wäre es schlecht. Weil das hätte ich sonst nicht mitgenommen. So. Aua. Egal, auf jeden Fall kommen wir jetzt auf jeden Fall... Auf jeden Fall kommen wir jetzt auf jeden Fall. Auch in alle... Oh Mann, in alle... Ne, ihr wisst Bescheid. In alle Challenge-Räume rein. Oh, ich kann heute nicht nachdenken. Also so gar nicht. Ich kann ja sonst auch voll schlecht nachdenken, aber heute besonders schlecht. Das ist ja grausig. Ich muss gleich erstmal einen Energy Drink trinken, damit ich mal wach werde. Mann, Mann, Mann. Egal. Das bringen wir jetzt noch souverän über die Bühne hier. Damit wir einen Windstrike von 2 haben, zumindest. Obwohl wir dann eigentlich schon einen Windstrike von 4 haben. Ich verstehe immer noch nicht, warum ich diesen einen Windstrike jetzt verloren habe. Wenn ich ganz ehrlich bin. Aber okay, das Spiel dachte sich wohl, ne. Ein Windstrike von 4, das können wir nicht gönnen. Nehmen wir ihn die mal lieber wieder weg. Ich weiß nicht, ich hab eigentlich keine Mod installiert oder sowas, dass das weggehen könnte. Deswegen wundere ich mich. Aber okay, ist ja auch egal. Ist hier irgendwo ein blauer Stein eventuell? Nö. Bei diesen großen Räumen muss man immer besonders gut nachgucken. Aber da scheint keiner zu sein. Und unser Space Item bringt uns überhaupt nichts, weil wir halt keine roten Leben haben. Ist auch ganz toll. Waren wir hier schon im goldenen Raum? Nee. Okay, dann hoffen wir einfach mal, dass der nächste goldene Raum uns mal irgendwas Tolles gibt. Wäre auf jeden Fall mal zur Abwechslung was Tolles. Aber wir haben gar keine Schlüssel. Okay, das ist natürlich auch cool. So, ohne Schlüssel. Dann können wir weder in den Shop, wofür wir sogar eigentlich genug Geld haben, noch können wir die Truhe da öffnen, noch können wir in den goldenen Raum. Alles schlecht. Wir brauchen dringend einen Schlüssel. Das ist kein Schlüssel, eine Kreditkarte. Ja gut, eine Kreditkarte ist natürlich auch recht cool. Dann könnten wir auf jeden Fall in den Shop. Dann könnten wir uns da irgendwas kostenlos holen. Oh. Oder wir gehen halt in den Devil. Nein, wir haben jetzt einen Devil-Deal angenommen. Oh, das ist schlecht. Wieso? Ich denke da immer zu spät dran mit den Devil-Deals. Nee. Ja, auf jeden Fall würden wir dann kostenlos einen Devil-Deal bekommen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch überhaupt einen Angel-Deal
bekommen können. Von daher ist das jetzt doof. Ich will ja eigentlich einen Godhead, aber ich nehme dann trotzdem immer die ganzen Devil Deals mit. Das ist voll dumm. Erinnert mich doch mal dran, dass ich die nicht mitnehmen darf. Wahrscheinlich bin ich einfach nur voll confused wegen den ganzen Challenges. Na, was haben wir hier? Wayne Shop. Okay, Wayne Shop ist gut. Und anscheinend ist hier auch irgendwo eine Bibliothek auf der Ebene. Der ist ja auch toll zu wissen. So. Blaue Herzen. Aber kein Schlüssel. Wir brauchen einen Schlüssel. Aber von dem kriegen wir wahrscheinlich auch keinen Schlüssel, oder? Höchstwahrscheinlich nicht. Wieder nur ein Cube of Meat. Wieso verlieren die eigentlich keine Leben bei dem grünen Zeug da? Finde ich gerade ein bisschen assig. Au. Okay. Was kriegen wir hier? The Fallen. The Fallen? Wie The Fallen? Wieso ist hier The Fallen? Was macht denn The Fallen hier? Oh, eine super Trollbombe. Und noch mehr Trollbomben. Müsstest du nicht eigentlich Krampus sein? Wir töten dich mit unserem Ball der Bandagen. So. Da haben wir unseren Schlüssel. Nice. Haben wir doch noch einen Schlüssel bekommen. Ich glaube das ja nicht. Okay, jetzt ist die Frage. Wollen wir die goldene Truhe öffnen? Wollen wir in den goldenen Raum? Das ist ja wahrscheinlich das Beste, oder? Oder wollen wir in den Shop? Im Shop kann es auch einen Schlüssel geben. Und da könnten wir uns auf jeden Fall was holen mit der Kreditkarte. Ich gehe in den Shop. Und hoffe, dass da ein Schlüssel... Achso, ich weiß aber gar nicht, was der Shop ist. Okay, dann lieber durch dich. Dann holen wir uns über das Lebensupgrade hier. Stem Cells. Yay. Da, das eklige grüne Feuer ausmachen. Und dann nehmen wir trotzdem mal die Kreditkarte mit für die nächsten Ebene dann halt. Finde ich aber gerade ein bisschen doof, dass ich keine Schlüssel habe. Ich brauche dringend Schlüssel. Und zwar nicht nur ein. Am besten wären 1000. Ja, so 1000 wären genug, glaube ich. 1000 wären schon schön. So. Gott auch weg. Aber wenigstens kriegen wir jedes Mal, wenn wir getroffen werden, Fliegen dazu. Hat ja auch was Positives. So, da haben wir einen Schlüssel. Geil, dankeschön. Und wir haben gar nicht mal so viele Leben. Wir können aber auf jeden Fall einmal gegen den Tier gegenlaufen. Okay, er gibt uns nichts. Sei blöd, Mann. Noch mehr Geld, überall Geld. Aber wir haben schon 15 Münzen, mehr brauchen wir nicht. Brauchen wir nur noch einen Shop oder so. Und dafür bräuchten wir Schlüssel. Also Spiel, Schlüssel. Man muss einfach nur... Okay, wir sagen jetzt fünfmal einfach Schlüssel und dann kommt nämlich gleich Schlüssel. Im nächsten Raum wird dann ein... Sag ich doch. Hab ich doch gesagt. Im nächsten Raum ist ein Schlüssel. Ja, wir haben einen Schlüssel bekommen. Jetzt sind wir ein Schlüsselkrieger. Sind wir wieder ein Beyblade. Hui. Aber irgendwie ist das gar nicht so schnell wie sonst. Udi, da sterben wir. Oh, oh, oh. Da müssen wir aufpassen. Können wir immer noch rein? Ja, gut. Okay. Jetzt kriegen wir einen Schlüssel. Oh. Okay, das läuft gerade eher weniger gut hier. Kriegen wir aber trotzdem hin. Easy. Wieso macht er einen ganzen Schaden? Also ehrlich, warum hat er einen ganzen Schaden gemacht? Hilfe. Weil das als Boss zählt, oder wie? Aber Bosse machen doch auch eigentlich nur einen halben Schaden. Egal, wir sind mit 3 Leben wiedergeboren worden, hatten... Doch, wir hatten einen Lebensupgrade. Egal, egal, wir leben noch. Haben wir jetzt eine Blutschwarte uns? Nee. Schade eigentlich. Und wieso kann so ein Boss im Challenge-Raum sein? Das ist schon mal assig hier, aber egal. Wir können nicht fliegen, was? Wir sind doch gerade auferstanden. Auferstandene können immer fliegen. Oder so, habe ich gehört. Nicht? Dann nicht. Okay, wir haben doch dieses Blood Trail. Also sind wir jetzt genauso wie... Wie Lazarus. Wie dessen zweiten Leben. Und was haben wir hier? Hier haben wir eine Bibel und ein Necromonikon. Wir nehmen einfach mal die Bibel mit. Damit können wir nämlich fliegen. Und fliegen macht Spaß. Und natürlich können wir damit Mutters Herz und Mutters Fuß instant töten. Das ist ja denn in dieser Mod ist das irgendwie anders. Was ich aber nicht glaube. So, und da ist der Shop, in den ich eigentlich rein wollte. So, ich weiß auch nicht, ob vielleicht das Yamhart besser wäre.
Naja, egal. Wir holen uns alles. Ach so. Hä? Ich dachte, die Kreditkarte macht nur das eine Sache umsonst, aber anscheinend macht es das alles umsonst. Auch nicht schlecht. Habe ich nichts gegen. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt ein blaues Herz bekommen durch die Kerze. Ne, ein schwarzes Herz durch die Kerze. Ein blaues Herz haben wir uns gekauft. Und die schwarze Kerze macht, dass wir keine Curses mehr bekommen. Das ist auch was Schönes. Der ist super. So, Husk High sollte recht schnell sterben. Ja. War jetzt nicht so schwer. Und wieder Skorpion. Poison Tears. Nice. Unser Schwert. Wir haben unser Schwert in Gift getränkt. Um unsere Gegner zu vernichten. Easy. Easy. Wir vergiften euch. Funktioniert das eigentlich mit dem Schwert? Wahrscheinlich, oder? Ich weiß es nicht. Die Gegner sterben zu schnell. Hämatemesis. Also wenn wir gleich noch ein Leben haben oder so, dann können wir es mal einsetzen. So. Warum können wir mit dem... Okay, wir machen jetzt mit dem Schlüssel die Tür auf. Zack. Aha. Isaacs Herz. Okay, hätte ich vielleicht nicht mitnehmen sollen, aber ich fand's cool, Isaacs Herz zu haben. Denn Isaacs Herz ist gar nicht mal so toll. Denn jetzt müssen wir auf unseren Rücken achten. Nicht auf unseren Körper, sondern auf unserem Rücken. Ach, guck mal, die greifen sogar das Herz an. Oh, das ist natürlich witzig. Die greifen nicht mal unseren Körper an. Unser Körper, wenn die Gegner jetzt unseren Körper treffen, dann macht das keinen Schaden. Dafür aber, wenn sie das Herz da treffen. Das heißt, man kann aber auch einige Items einsetzen, die sonst Schaden gemacht hätten. Oh. Ohne Schaden zu bekommen. So. Genau. Das ist das. Wir kriegen hier noch ein Lebensupgrade. Das blaue Herz nehmen wir uns auch noch mit. Den Schlüssel auf jeden Fall auch. So. Jetzt fühlen wir uns doch gut. Oh. Was? Nein! Oh Gott, ich hasse dieses Herz. Dadurch verliert man viel zu viele Leben. Man achtet da nicht drauf. Man achtet einfach nicht auf seinen Rücken. Es ist schlimm. Es ist echt schlimm. Egal. Kriegen wir trotzdem hin. Irgendwie. Ich weiß zwar noch nicht genau wie, aber wir kriegen das hin. So. Vor allem, wenn wir genug Leben haben. Aber ich glaube, für Mega-Satan langt das jetzt wieder nicht. Dafür... Ah, Mann, ich hasse dieses Herz. Ah, das einzig Positive ist vielleicht, dass das Herz noch fliegen kann. Wir bräuchten irgendeine OP-Kombo mit dem Herzen. Dann wäre das okay. Was gibt's denn eigentlich für OP-Kombo? Oh, wow, Kombos. Halt irgendwas, was uns wirklich Schaden machen würde. Aber dann halt keinen Schaden macht, weil wir halt das Herz haben. Sowas bräuchten wir, irgend sowas. So. Eine Bombe, die hätte ich gern, danke. Nee, okay. Dann ich. Dann hallo, Boss. Hey, hi. Du hast auch ein Herz. Guck mal, wir sind fast gleich. Wir haben beide Herzen, die wir beschützen müssen. Du bist der Unterschied, dass ich mein Herz auch beschützt habe und du dich. Sharp Pluck. Hätten wir jetzt den Würfel, dann hätte ich das sowas noch mitgenommen. Aber so, nö. Nö, nö. Für die Bibel, Sharp Pluck, lohnt sich, glaube ich, nicht. Nicht wirklich. Oh, wir waschen hier schon wieder voll schnell durch, oder? Naja, geht. Geht. Wir sind aber, glaube ich, schon in der Marmebene. Das heißt, wir können wieder den Bosswasch machen. Höchstwahrscheinlich. Oder? Wir sind doch in der Marmebene. Ja, ja. Ja, ja, ja. Haben 3 Minuten Zeit für diese eigene Ebene. Sollte machbar sein, auf jeden Fall. Noch ein Schlüssel, finde ich gut. Wow. Ach stimmt, unser Körper. Genau, wir können einfach gegen die Gegner gegenlaufen, sehe ich gerade so. Und das ist natürlich cool. Okay, wir laufen einfach auf die Gegner zu. Ich glaube, das ist ganz cool. Bevor die überhaupt zu unserem Herz kommen, sterben die dann an unserem Messer. Das ist eine gute Idee. Hi. Ja, geil. Okay, so ist es natürlich cool. Okay, wir blocken einfach die Gegner, bevor sie überhaupt unser Herz irgendwann mal berühren sollten. So. Und das Gute ist, wir können jetzt auch auf diese ganzen Stacheln hier rauf, ohne Schaden zu bekommen, weil das Herz fliegt ja. Und das ist natürlich cool. Wenn wir jetzt irgendwie solche... wieder solche Stachelräume finden... Nee, da verlieren wir, glaube ich, trotzdem Leben. Aber ist ja ganz gut zu wissen, dass wir hier über die ganzen Stacheln gehen können, zumindest. Okay, wir haben 2 Minuten Zeit, um Marm zu besiegen, aber ich würde gerne erstmal noch in den goldenen Raum. Und den Shop eigentlich auch noch. Wir haben genug Geld dafür. Hier ist nix.
Herz. Wir haben allerdings volle Leben. Achso, Mom besiegen wir ja natürlich richtig schnell. Einfach instant. Na, schauen wir hier nochmal kurz rein. Die Dead Cat. Oh, wir verlieren nicht mehr Leben, wenn wir da durchgehen. Nicht mal beim Rausgehen. Okay, das ist natürlich cool. Da sind wir tot. Aber wir müssen aber an diesen Raum hier vorbei. Oh Gott, na, wir sterben. Nein, 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 lass mein Herz in Ruhe. Lass mein Herz in Ruhe. Das ist mein Herz. Lässt du wohl mein Herz in Ruhe? Nein. Oh Mann, warum habe ich Gabi mitgenommen, bevor ich diesen Raum gemacht habe? Oh, die machen einen Schaden. Das ist viel zu viel. Oh, die Zeit läuft davon. Wir laufen jetzt einfach durch. Und hoffen, dass nix unser Herzchen trifft. Wow. Das ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Genau, läuft einfach mal alle in die Klinge rein. Broken Remote. Ist da unten noch irgendwas? Nee. Außer der Tod. Hä, warum war da? Egal. Ich frag nicht weiter nach. Oh, oh, jetzt müssen wir uns beeilen. Rausspringen, rausspringen, rausspringen. Schneller, 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 schneller. Wir müssen uns beeilen. Wo ist Mutti? Oh, halbe Minute, um da oben hinzukommen. Ah, sollten wir aber hinbekommen. Außer denn, wir kriegen noch ein Raum. Ein Devil-Raum. Dann kann es ein bisschen knapp werden. Hallo, tschüss. Wir nehmen das mit. Wir haben keinen Devil-Raum bekommen. Hier ist noch ein blauer Stein. Oh, wir können fliegen. Achso. Oh, wir können fliegen. Ja, stimmt. Wow. Nochmal extra schwer, ja? Okay. Wir nehmen Little Chat mit und hauen dann hier ab. Was hat uns da getroffen? Hat das Feuer uns tatsächlich noch angegriffen eben? Wow. Danke, Feuer. Bist ein Schatz. Oder auch nicht. Okay, wir werden ziemlich schnell sterben hier. Ja. Vor allem, wenn die Gegner einfach durch uns durchgehen. Ach ja, aber da unten ist ein Challenge-Raum, da würde ich gerne rein. Mann, wieso gehen die durch uns durch? Was ist denn das? Voll und Korall. War keine gute Idee, das Herz mitzunehmen. Nee, war es überhaupt nicht. Ich möchte in diesen Challenge-Raum da unten rein. Das kann doch nicht so schwer sein. Okay, ich gehe das jetzt ganz langsam hier an. So. 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 Na, war das jetzt so schwer, Dizzy? Ich glaube nicht. I can see forever, okay. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen Angst um mein Leben, wenn ich ehrlich bin. Oha. Oha. Könnte ich mal bitte ein blaues Herz bekommen? Was war das denn? Wir waren einfach beide unantastbar. Oh, wow. Jo! Ist okay. Was ist denn hier kaputt? So einen Raum habe ich auch noch nie gesehen, aber ist cool. Hat was. Alter, der ganze Raum war einfach voller Laser. Wie cool ist das denn gewesen? Hat was. Hat auf jeden Fall was. So, ein Schlüssel. Kommen wir nicht ran? Ist er denn... Was ist... Ja, komm. Egal. Was bist du? Hoffentlich ein Lebensupgrade. Full Health. Ja, ist fast ein Lebensupgrade. Nein. Nein, nein. Wieso bist du gegen mein Herz gelaufen? Okay, letztes Leben. Da ist ein blauer Stein. Da müssen wir unbedingt hinkommen. Aber dafür müssen wir erstmal ein paar Räume jetzt noch kurz überleben. Machen wir aber nicht. Ach, wir haben immer noch ein Leben. Okay.
Das ist jetzt das letzte Leben. Herzchen, versteck dich gut. The Empress, Emperor, Asgard, Destruction. Ja gut, läuft jetzt hier irgendwie nicht so toll. Jesus, warum läuft das nicht so toll? Ich habe ein paar blöde Items mitgenommen, ich gebe es ja zu. So. Jo. Satanic Bible, nehmen wir mit. Die kann uns jetzt noch retten. Okay, satanische Bibel, satanische Bibel. Allerdings müssen wir einmal noch kurz die Bibel mitnehmen. Für einen Raum, zumindest. Weil ich diesen einen blauen Stein noch haben will. Da würden wir trotzdem Leben verlieren, soweit ich das weiß. Da unten will ich nicht rein. Und zum Glück müssen wir da auch nicht rein. Okay, hier. Einmal. Dann ist da bitte ein blaues Herz drin. Jo. Perfekt. Okay. Können wir jetzt wieder die satanische Bibel mitnehmen, auch wenn das andere ein Schutzschild wäre, aber... Ich glaube, Leben sind mir sogar wichtiger als so ein Schutzschild. Vor allem, wenn wir nur ein einziges Leben noch haben. Okay. Das erste Mal, dass wir nicht fliegen können hier. Bei dem Boss. Aber wir kriegen trotzdem keinen Schaden, weil wir quasi doch fliegen können. Ist schon lächerlich. Ja, komm. Dann sterb bitte einfach schnell genug. Danke. Lebensupgrade, doppeltes Lebensupgrade. Nee, nur ein einfaches. Okay, aber ein Lebensupgrade. Lebensupgrade. Müssen wir mitnehmen. Ist vor allem auch unser zweites Gabi-Item. Und damit können wir uns halt zumindest aus ein Leben drei machen. Haben wir quasi aus zwei roten Herzen drei blaue gemacht. Ist okay, würde ich sagen. So. Gut, mit vier Leben gehen wir in die nächste Ebene. Ich hätte vielleicht das Book of Shadows. Erstmal für diesen einen Boss da zumindest eben mitnehmen sollen. Aber egal. Noch ein Gabi-Item, das wäre auch zu schön gewesen. Aber wir kriegen jetzt jedes Mal zumindest einen Schutzschild. Dank dem netten Polaroid. Okay, das war dumm. Das war richtig dumm. So, so und so. Hui, 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 hui. Muss man sich jetzt mal ein bisschen konzentrieren hier. Und wir kriegen die ganze Zeit nur blaue Herzen. Hätten wir wenigstens einen Bum-Friend oder sowas. Okay, das war auch doof. Egal, satanische Bibel. Zwei Leben haben wir noch. Zwei Treffer können wir noch nehmen. Oh mein Gott. Ja gut. Läuft gerade nicht so gut. Okay, das könnte sogar unsere Rettung sein, dieses Ding hier. Der da. Der da oben links. Wenn du uns jetzt eventuell blaue Herzen gibst, zumindest. Okay, Lebensupgrade. Wir geben jetzt unser ganzes Geld hier auf. Ein. Aus. Auf Eis ein. Ich kann überreden. Danke. Noch eins. Da, wo das herkommt, gibt es bestimmt noch mehr. Egal. Wenigstens ein bisschen schneller. Hier ist überhaupt nichts, außer Gegner, die doof sind. Blaues Herz? Nee, was haben wir hier? Joker. Setzen wir ein. Müssen wir nicht mal gegen Mom kämpfen. So. Ach, natürlich hat es geschossen. Warum auch nicht? Was haben wir da? Damit könnten wir fliegen, hätten dann aber keine Leben mehr. Gut, zwei Leben ist jetzt natürlich eher nicht so geil.
Ah, und wir müssen gegen den Satan kämpfen, ohne irgendein Schild oder irgendwas. Resistance. Okay, wir haben ein Schild. Da haben wir unser Schild. Jetzt müssen wir nur noch bis zum Satan kommen. Dann sollte der eigentlich kein Problem darstellen. Das war allerdings der falsche Weg. Nein, lass doch mein Herz in Ruhe. Warum greifst du mein Herz an? Shit. Nein, dieser Treffer war so dumm. Oh nein. Geh bitte weg. Wir hätten es schaffen können. So viele dumme Fehler gemacht. Egal, unser Würzeug war eh nur eins. Ja, das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Aber egal. Letztes Mal lief das besser mit Jesus. Wir hätten das neue Lebensalter nicht mitnehmen sollen. Wir hätten ganz viel Zeug nicht machen sollen. Ich habe auch richtig dummen Schaden bekommen. Naja, egal. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschalten würdet. Morgen nochmal ein normaler One, weil wir zwei Challenges hintereinander gemacht hatten. Und ich endlich mal den Gottheit haben will. Ja, und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.